Beschreiben Sie den Grundgedanken von QFD. Okay, wo setzen wir an? Zunächst mal nehmen wir wahr, hier steht beschreiben, das heißt, hier sind schon Sätze erforderlich und nicht einfach nur dahingeworfene Stichworte. Das könnten wir machen, stünde dort nennen, aber dort steht nun mal beschreiben. Vielleicht setzen wir mal hier erstmal an, indem wir diese Abkürzung zunächst mal übersetzen. Q steht für Quality, F steht für Function und D steht für Deployment. Quality, Function, Deployment. Jetzt sind wir allerdings nicht sehr viel schlauer durch diese Übersetzung hier. Quality, Function, Deployment. Ja, was soll das denn jetzt wieder heißen? Am besten, man merkt sich folgendes Bild. Hier steht der Kunde. Und hier steht die Technik. Und das sind, deute das mal an durch die gestrichelten Linien, zwei unterschiedliche Welten. Und der Kunde hat jetzt bestimmte Qualitätsanforderungen. Und diese Qualitätsanforderungen müssen übersetzt werden. Die Sprache des Kunden wird übersetzt in die Sprache der Technik. QFD, das wäre ein Stichwort, das man sich merken kann, ist also so etwas wie ein Dolmetscher. Das ist ein Dolmetscher, ein Vermittler zwischen zwei Sprachwelten. Wir haben die Sprachwelt des Kunden, der laienhaft seine Qualitätsanforderungen und sein Qualitätsproblem ausdrückt. Und wir haben den Techniker, der eine ganz andere Sprache spricht, aber das gleiche meint. Beispiel. Der Kunde sagt, die Tür schließt nicht richtig. Und der Techniker übersetzt das jetzt und sagt, aha, das hat mit einer ganz bestimmten Dichtung zu tun, mit einer bestimmten Verarbeitungsqualität dieser Dichtung. Das heißt, wir müssen jetzt ansetzen bei der Dichtung selber und bei dem Teil des Produktionsprozesses, bei dem diese Dichtung verarbeitet wird, damit die Tür, und jetzt übersetzen wir wieder zurück, in Zukunft richtig schließt. Das ist QFD. Die Sprache des Kunden wird übersetzt in die Sprache des Technikers oder in die Sprache der Technik. Also Dolmetscher, QFD gleich Dolmetscherfunktion zwischen Kunde und Techniker wäre das Stichwort, das man sich merken kann, um den Rest abzurufen. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.